Hallo ihr Lieben, ich bin hier. Ich habe mir was überlegt, nämlich ich will euch so nach und nach immer so ein bisschen von meinem Bastelmaterial zeigen und euch so ein paar Sachen erzählen dazu, was ich denke, sind die gut, sind sie für mich nicht so gut. Und ich will anfangen mit meiner Größensammlung wahrscheinlich, nämlich den Silikonformen. Ich habe unheimlich viele und werde wahrscheinlich, während ich jetzt das Video drehe, auch anfangen, so ein bisschen auszumisten. Und ich fange einfach mal an mit der hier. Das hier ist meine Hamsa-Hand. Ich habe sie bisher einmal genutzt. Ich mag sie eigentlich ganz gerne, aber ich habe noch nicht die richtige Farbkombination jetzt gefunden. Also ich werde die noch mal ausprobieren. Wer sich daran erinnern kann, die war in einem Video, wo ich auch Seifenschalen gemacht habe. Und von den Seifenschalen habe ich zum Beispiel mehrere. Da habe ich zum Beispiel die beiden. Ich finde beide auch wirklich schön. Ich mag meine Seifenschalen sehr. Habe sie auch schon verschenkt. Und wie gesagt, dadurch, die sind wirklich echt schön. Die hier habe ich bei auf Etsy gekauft und die beiden hier sind bei Amazon. Also für mich eine klare Empfehlung und echt schön und mag ich auch sehr. Dann habe ich so eine Form. Da habe ich bisher auch nur einmal mitgenutzt bisher. Aber ein unglaublich schönes Glanzfinish auch und werde ich auf jeden Fall auch öfter nutzen, weil die einfach auch eine schöne Fläche hat, wo man dann zum Beispiel später was aufstellen kann. Dann habe ich mittlerweile, die ist noch nicht ganz sauber, aber habe ich schon zum zweiten Mal jetzt so einen Buchstaben-Silikonform. Ich habe die alte auch noch, weil man damit bestimmte Buchstaben noch machen kann, aber es gibt irgendwann die Situation, dass die Buchstaben so weiß werden. Weiß nicht. Und dadurch, da sind die dann nicht mehr so schön, wenn die dann entformt werden. Und dadurch braucht man irgendwann eine neue. Und es gibt einfach Buchstaben wie bei mir jetzt das A, B, C, wo man die Unterschiede halt sieht zu dem D zum Beispiel oder E. Und je nachdem, welche Buchstaben man zum Beispiel öfter braucht, dementsprechend gehört es dann einfach dazu, dass man einfach auch noch eine zweite braucht. Oder eine dritte oder eine vierte. Je nachdem, ich mache unheimlich gerne ja auch Schlüsselanhänger. Gerade das C ist ganz oft schon gemacht worden. Und auch das A. Und was habe ich noch ganz oft? Das F nutze ich auch immer ganz oft. Und genau, also dadurch, da bietet sich sowas an. Dann habe ich solche großen Formen. Das hier zum Beispiel, die habe ich für das Hochzeitsgeschenk gemacht. Hier habe ich aber noch die Variante. Die habe ich noch nicht. Das ist so eine Art Bilderrahmen. Die werde ich bestimmt auch demnächst mal nutzen. Und übrigens, das Herz selber finde ich echt schön, außer dass ich ja wirklich, das hatte ich ja auch im Video gesagt gehabt, dass das Herz so ein bisschen schmal geworden ist. Also beim nächsten Mal weiß ich mehr Bescheid, dass ich da ein bisschen mehr reinmachen muss. Hier und also hier einmal ein Herzform, die ist so ein bisschen höher. Und die werde ich jetzt schauen, dass ich damit mal Blumen eingießen werde, nämlich Rosen, also so rote Rosen, gelbe Rosen. Ich will so ein bisschen höhere Blümchen gerne eingießen und mal sehen, ob das hiermit funktioniert. Und aber da muss ich schon noch schauen. Also da habe ich noch keine Empfehlung jetzt für, ob die gut sind oder nicht. Und genau, hier habe ich jetzt so eine Art Tablettform. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Hat auch ein schönes Finish, auch vom Glanz her. Es gibt ja auch manchmal diese matten Formen, aber die glänzt wirklich. Habe ich auch soweit auch bei Amazon. Und hier habe ich einmal so eine Sonne, habe ich noch nicht gemacht. Ich mag das mit diesen Spiegeln halt ganz gerne. Hier sind auch Spiegel mit bei. Die habe ich bei, bin mir nicht sicher, ob jetzt bei Amazon oder Etsy.
Aber hier wird bestimmt auch nochmal zu einem Video kommen und werde euch das dann noch zeigen, wie das dann funktioniert. Hier habe ich noch eine Form, die ist allerdings, die hat so ein mattes Finish, also die hat dann so ein Frostoptik von meiner Seitenschale. Ich finde es mittlerweile gar nicht so schlecht, aber erstmal war es gewöhnungsbedürftig, weil man ja erwartet, da kommt das glänzend raus. Ne? Aber das ist wirklich so ein Frostoptik, habe ich bei Etsy bestellt und ich mag es mittlerweile wirklich sehr gerne. Ich habe sie ja auch bei mir rumstehen im Bad, und weil ich nutze ja viel so eine festen Seiten und dementsprechend werde ich sie auch nicht abgeben. Dann habe ich so eine Katzenform, die ist ähnlich wie die Hamsa-Form. Hamsa, ups, hier ist ein Haar. Hamsa-Handform. Allerdings hier bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Form jetzt so direkt mag. Hier mag ich ja, weil ich mag die Hamsa-Hand, muss ich mal sagen. Und ich habe einen Ohrring von der Hamsa-Hand. Also für mich ist das was ganz Schönes. Und hier, die ist ähnlich gestrickt, aber eben auch matt glänzend. Also das ist so eine Mischung. Vielleicht habe ich nur noch nicht die richtigen Farben gefunden, aber irgendwie hier, glaube ich, sie wird noch eine Chance bekommen. Aber wenn die zweite Chance nicht genutzt wird, werde ich sie bestimmt entweder verschenken oder irgendwo hingeben, wo sie vielleicht noch ein wunderschönes zweites Leben bekommt. Dann, um bei meiner Hamsa-Hand zu bleiben, habe ich hier so eine, da habe ich unheimlich oft Seifen schon mitgegossen und weil sich das einfach so, so schön einfach auch von der Form her wirklich anbietet, ist eine ganz tolle Qualität, finde ich, und lohnt sich auf jeden Fall. Die habe ich bei Amazon, glaube ich, gekauft. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher, aber für mich eine der schönsten. So, dann habe ich viele Kleinteile. Manche habe ich noch gar nicht genutzt. Hier sind so Schmetterlinge, Blätter. Nutze ich wenig als Streuteile, aber da ich jetzt durch dieses Hochzeitsgeschenk, werde ich wahrscheinlich doch immer mal wieder ein bisschen was Größeres machen und da bietet sich das an. Dann habe ich die hier, wer sich daran erinnert. Ich bin ja so ein Musikfreak und die Qualität ist toll. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich sie wirklich nochmal öfter nutzen werde. Muss ich nochmal in mich gehen. Es könnte sein, dass das wahrscheinlich auch eine Form ist, die einmalig war und nicht weiter genutzt wird und ich gucke, wo ich ein zweites Zuhause geben kann. So, ich hole den Karton mal hier rüber. Hier sind nämlich auch ganz viele kleine Teile. So auch Federn sind so ein bisschen mein Favorite. Hier ist nochmal eine Hamsa-Hand. Die ist so ein bisschen, die bietet sich jetzt zum Beispiel nicht für Seife an, sondern die ist einfach ein bisschen nicht so hoch. Bietet sich aber gut als Untersetzer an und habe ich auch schon ein, zwei, drei Mal genutzt. Ich mag die Form sehr. Sie hat auch eine gute Stabilität und dadurch werde ich die auf jeden Fall auch weiter benutzen. Dann habe ich hier noch so Kleinteile, die habe ich jetzt aber auch noch nicht weiter genutzt. Ich habe mich noch nicht weiter mit Schmuck so ein bisschen rangetastet, muss ich mal sagen. Werde ich aber bestimmt auch irgendwann noch machen. Also sie werden jetzt noch nicht aussortiert, weil sie hatten ja noch gar keine Chance. Dann habe ich weiß, viele werden mich jetzt lynchen. Ich habe von Refloxi mir ein paar Buchstaben gegönnt. Und ich muss sagen, ich war mega enttäuscht, weil sie einfach nicht zu mir passen. Sie passen einfach nicht zu mir und meinem Gießverhalten, weil sie sind, ich sag mal, hier bei einem A, bei einem T funktioniert das vielleicht noch. Aber bei einem E zum Beispiel funktioniert es nicht mehr, weil ich immer spiegelverkehrt gieße. Und wenn ich dann das Ganze, also jetzt hier, ich zeig's euch mal,
Ich hoffe, ihr seht das. Wenn ich es reingieße, normalerweise kommt die schöne Seite für mich ja immer, wenn ich sie entforme. Hier muss ich aber so gießen, dass die schöne Seite ja oben schon ist. Und das bekomme ich so nicht hin mit meinem Gießverhalten. Vielleicht kriegen sie noch eine Chance. Ansonsten werde ich sie bestimmt irgendwo mal bei eBay reinstellen. Zumindest die Buchstaben, die ich jetzt so nicht gebrauchen kann. Wie gesagt, das A, das N zum Beispiel funktioniert bei mir auch nicht, das R nicht, das F eben auch nicht und dementsprechend ist das halt einfach nur unheimlich schade, dass ich da Tatsache Geld investiert habe und das nicht rechtzeitig gemerkt habe. Also dementsprechend sehr, sehr schade, weil so ein riesen Hype um die Refloxy-Form gemacht wird und ich sie Tatsache für mich komplett ungeeignet finde. Und da halt auch keinen Hinweis auf der Webseite gesehen habe, dass die so sind und nicht andersrum. Und ja, wie gesagt, war da sehr enttäuscht, weil ich mir so viel erwartet habe. Und das leider dementsprechend eine pure Enttäuschung war. So, dann habe ich hier meine Form. Damit habe ich Kerzen gegossen. Ich habe aber auch schon mit Epoxidharz gegossen, nämlich das ist mein kleiner Buddha. Und der hat sich schon sehr großer Beliebtheit erfahren. Hier muss man nur unheimlich doll aufpassen. Die hat so kleine Händchen, die so... Und da fehlt mir schon ganz oft vorne die Finger. Und das ist immer wie so ein Überraschungsei. Hat es funktioniert mit den Fingern oder nicht? Man kann noch so langsam manchmal gießen, dass sich das in die kleinen Fingerchen mit reingießt. Irgendwie hat es nicht immer funktioniert, aber sie ist trotzdem schön, aber es fällt halt auf, wenn die Finger dann eben nicht mit bei sind. Dann habe ich hier noch so ein paar kleine, eben so ähnlich wie die hier. Wie gesagt, die werden auf jeden Fall nochmal eine Chance bekommen. Und aber, was habe ich denn hier? Hier unten ist auch noch die hier. Die hier habe ich schon mal ein, zwei Mal benutzt, aber ich konnte noch nicht so ganz, vielleicht höchstens als Handschmeichler irgendwie konnte ich es bisher nutzen, aber ansonsten muss ich noch schauen, dass ich das irgendwie als Schmuck nochmal ein bisschen besser integriere. Hier habe ich noch ein paar Streuteile. Die hatte ich auch viel jetzt ausprobiert beim Hochzeitsgeschenk. Hier sind die Röschen. Hier ist noch die Torte und das Herz. Hier ist ein Brautkleid und der Bräutigam. Und das sind so kleine Streuteile, die werde ich nicht oft nutzen. Die bieten sich aber an. Hier ist noch irgendwie eine Hälfte von dem. Ich habe jetzt die andere Hälfte noch nicht gefunden. Im Zweifel ist nur die Hälfte halt unnötig. Muss ich nochmal schauen. Ich hoffe, ich finde die andere Hälfte noch. Und genau. So. Dann kommen wir zu meiner anderen Box. So. Das hier werdet ihr kennen, weil das habe ich auch für das Hochzeitsgeschenk genommen. Wobei ich da dieses Holzding weniger genutzt habe. Das war so ein bisschen meiner Ungeschicklichkeit zu verdanken, dass ich das nicht so genutzt habe, wie es wahrscheinlich sollte. Aber sie ist wirklich gut und ich mag sie und werde sie bestimmt auch öfter nutzen, gerade weil sie auch ein bisschen höher ist und da einfach ein bisschen mehr Spielraum lässt. Dann habe ich ein Lesezeichen. Ich bin mit Lesezeichen noch nicht ganz so warm geworden, weil ich einfach nicht gewohnt bin, so flach zu gießen. Aber sie ist trotzdem schön. Also dementsprechend ist das vollkommen okay. Hier haben wir noch eine große, die habe ich noch nicht genutzt, weil ich war so ein bisschen skeptisch jetzt mit diesen Prägungen, ob ich damit so zurechtkomme. Da habe ich noch so ein bisschen Respekt vor, ob mir das dann so gefällt, ob ich das so schön gegossen bekomme, dass das dann halt auch so wirkt, wie es wirken soll. Und aber geben wir auf jeden Fall eine Chance. Hier habe ich zwei solche.
So eine Art habe ich bisher nur für so eine Art, ja, wie nennt sich das? Das Resin oder das Hydroflor. Sowas habe ich bisher nur dafür genutzt. Und vielleicht gebe ich dem als Epoxidharz dann auch nochmal eine Chance. Und schau mal, wie die damit funktionieren. Aber wie gesagt, die sind toll. Die sind auch als Form schön. Man kann bestimmte Sachen einfach, weil da ein bisschen Fläche ist, auf was raufstellen. Und da kann man auch bestimmte Muster halt mit integrieren. Und ja. Dann haben wir das hier. Das habe ich auch einmal bisher gegossen. Es ist jetzt nicht das Schönste draus geworden. Aber ich finde die Idee mit diesen kleinen Reagenzgläsern hier, hier sind auch ein paar mit bei, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr schöne Art. Und ich glaube, damit kann man einfach jemandem ein Geschenk machen und im Zweifel ein einziges Blümchen reinstellen. Und dementsprechend funktioniert das auch ganz gut dann. So, hier habe ich eine Yin und Yang Form. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich war, als ich bestellt hatte, bin ich von ausgegangen, ich kriege zwei Formen. Zwei. Aber ich habe eine Form bekommen und finde es halt so ein bisschen doof, wenn man immer Stück für Stück gießen muss. Nur kämpfe ich noch mit mir, ob ich noch eine zweite bestelle. Und ich bin halt jemand, der gießt halt gerne zusammen und hat dann gleich so ein Bild, wie es aussehen könnte. Aber vielleicht geht es auch, wenn ich es einzeln gieße. Also ich glaube, dass sie toll ist, aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich habe, glaube ich, nicht richtig gelesen. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall bei Etsy bestellt und ich werde sie auch ausnutzen auf jeden Fall und werde nochmal schauen. Dann haben wir noch eine so eine Form, wie ich es eben jetzt hier schon hatte, nur so minimal anders vom Handling her. Hier ist so ein bisschen das Risiko einfach, dass man übergießt, einfach weil es unheimlich eng anliegt. Also da muss man schon sehr, sehr aufpassen und schauen. Dann haben wir hier so einen Teller, beziehungsweise zwei sind hier drin. Ich muss sagen, meine Begeisterung hält sich so ein bisschen in Grenzen. Aber ich habe es bisher nur mit Hydroflor und Resin probiert hier mit den Tellern. Ich werde es, glaube ich, mit Epoxidharz nochmal probieren. Vielleicht kommt da das so ein bisschen schöner rüber. Mein Liebling, den ich ja unheimlich gerne schon öfter gegossen habe, ist meine Feder. Die steht bei mir auch im Büro. Da habe ich meine ganzen Büroklammern, die kleinen Teile drauf einsortiert und ich mag sie. Hier, das war eigentlich eher eine Spielerei. Wer mich kennt, ich habe ein Elefantenfable. Wer hier in meiner Wohnung einmal einen Rundumblick machen würde, der weiß, hier wohnen mehr Elefanten als alles andere. Ich glaube, mehr als Besteck, mehr als Teller, mehr als, keine Ahnung, Unterwäsche, Socken. Und dementsprechend, ich liebe einfach Elefanten. Für mich sind die Elefanten einfach toll. Und ich werde den auch nochmal, ich habe den ja mit diesen Leuchtfarben gegossen, ich werde den auch nochmal gießen und werde da bestimmt nochmal auch ein bisschen schauen, ob ich vorher eben mit dieser Farbe mehr einpinsel und hier auch mehr detaillierter reingehe. Das ist aber eine Geduldsfrage meinerseits und ich glaube, da bin ich aktuell nicht zu bereit, weil ich einfach gerade sehr, sehr ungeduldig und hibbelig bin. So, hier habe ich jetzt noch ein paar von diesen Lesezeichen. Wie gesagt, ich werde sie nicht weggeben, aber sie werden auf jeden Fall noch eine zweite oder dritte Chance bekommen, wie ich gießen kann. Das bedeutet ja auch alles Übungssache und dadurch werde ich da einfach nochmal schauen. So, dann haben wir, hier fehlt einer. Hier fehlt einer, ach hier. So, hier gibt es das Dreier, Home, Love und Family. Da habe ich zum Beispiel so ein Leucht, da habe ich so Lichterketten reingemacht. Das war mein erstes Mal mit Lichterketten. Muss ich noch üben. Aber ansonsten, ich mag die Form sehr. Ich habe sie schon mehrmals gegossen. Aber wie gesagt, mit Lichterketten ist Übungssache.
bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es vielleicht nochmal machen will, vielleicht aber nicht mehr in den Formen, sondern vielleicht woanders. Und werde dann nochmal ausprobieren. So, dann habe ich hier so ein paar, hier habe ich nochmal so ein Sternzeichen. Ich muss sagen, so schön finde ich sie jetzt nicht, weil das recht schwierig ist zu erkennen. Und dementsprechend werde ich sie, glaube ich, auch nicht mehr weiter nutzen. Und werde sie dementsprechend irgendwo verschenken und freigeben für jemanden, der es vielleicht gerne selber nochmal ausprobieren will. Vielleicht funktioniert es ja bei dem anderen. Und weil, wie gesagt, ich habe es mir ein bisschen mehr erhofft und leider hat es nicht funktioniert. So, dann haben wir, hier habe ich so eine Untersetzer, rund und eckig. Die finde ich tatsächlich nicht schön. Und mal sehen, ob ich es euch irgendwie zeigen kann. Die haben so eine lapprige Art und Weise. Und das mag ich überhaupt nicht. Das hat für mich gar keine Stabilität, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich gieße. Und dementsprechend werden die auch verschenkt. Vielleicht gibt es dafür irgendwie noch andere Möglichkeiten, wo jemand die halt gerne nutzen möchte. Und dementsprechend werde ich die weggehen. Ähnlich ist es mit denen hier. Manche hatte ich auch in so kleinen Sets mal drin. Und dadurch habe ich irgendwie mehr davon. Ähnlich mit dem hier. Hier habe ich noch so ein paar, die sind ein bisschen fester. Hier bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, die Form auch nicht so schön finde. Ich mag die hier schon, aber das, was halt wirklich hier auch der Fall ist, ich habe die Form unheimlich oft schon genutzt. Das heißt, die Form ist einfach schon kaputt und hat jetzt so einen weißen Touch einfach angenommen. Und die hat dann nicht mehr dieses schöne Finish, was man gerne mit diesen Formen haben möchte. So, hier, wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht meine Form, die so meins ist. Das habe ich noch nicht so oft jetzt ausprobiert, muss ich mal sagen. Aber sie hat auf jeden Fall eine schöne Stabilität. Die wird bestimmt nochmal eine Chance kriegen, genauso wie die hier. Das waren so ungefähr meine ersten Formen übrigens. Ähnlich wie mit der hier. Ich fand zu Anfang das wirklich echt schön. Mittlerweile finde ich es nicht mehr ganz so schön. Aber sie hat ihr Dasein noch, kriegt sie noch und dementsprechend bleibt sie auch noch. Dann habe ich mir irgendwann diese mit diesen Prägungen geholt. Wie gesagt, ich bin da gerade so ein bisschen zwiegespalten, ob mir das gefällt. Ich werde es auch nochmal ausprobieren. So, hier habe ich noch, die gehören so zusammen. Hier, die habe ich auch schon sehr, sehr oft genutzt. Die tut es mir wirklich in der Seele weh, wenn ich die jetzt weggebe, beziehungsweise wahrscheinlich sogar wegschmeiße. Ich muss es nochmal schauen, ob die vielleicht mit Resin oder so besser noch funktionieren, aber fürs Epoxy tat es, glaube ich, nicht. Und ähnlich eben auch mit der hier. Ja, und dann habe ich noch einen Fehlkauf, nämlich hier habe ich gedacht, oh ja, super, aber nein. Ich habe keine Stabilität da drin. Es funktioniert nicht. Ich habe keinen ordentlichen Boden da drin. Das funktioniert überhaupt nicht. Und davon habe ich ja drei. Und da sind immer so kleine Dellen drin. Und die machen sich dafür überhaupt nicht. Und war schade, leider ums Geld. Hat mir leider in den Rezensionen keiner gesagt, dass das Kacke ist. Und Entschuldigung für die Fremdwörter. Also dementsprechend, die sind wirklich leider ein No-Go. Dann habe ich hier, ach, hier ist die zweite Hälfte. Ha. Wobei ich hier, ich weiß nicht, ob ich mir das traue, weil hier gießt man ja hier oben in das Loch das rein. Und ich traue dieser Form nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dass hier das Epoxidharz rausläuft und dementsprechend habe ich jetzt gerade entschieden, sie wird auch weggegeben. So, und dann habe ich hier noch etwas, wo ich noch nicht so sicher bin, ob das funktioniert. Hier gibt es nämlich so eine Kugel.
Die kann man so schön dann ausgießen. Ja, also mit Epoxidharz. Wobei die auch recht weich ist, muss ich mal sagen. Und dann mit so einem Lichtsockel dann so draufstellen. Und ich habe mich noch nicht getraut. Ich werde es bestimmt mal machen, aber ich bin da so ein bisschen, weiß noch nicht, erstens, ob ich es ja wieder rauskriege aus der Form, weil gerade mit so hohen Formen oder engen Formen ist das für mich immer ganz, ganz, ganz schwierig. Also dementsprechend, ja. So, das waren die ersten Formen. Also keine Sorge, wir sind fast fertig. Ich habe nämlich noch, die nutze ich für das Resin Hydrofluor. Das bietet sich dafür nämlich an, das heißt einmal so ein Viereck. Die habe ich noch nicht ausprobiert, ich muss es noch machen. Ich habe jetzt immer viel mit Epoxidharz gemacht, wenn ich irgendwie gegossen habe, aber ich will auch mal wieder das machen, weil mir da so ein bisschen die Spannung noch mehr ist als jetzt beim Epoxidharz. Einfach weil ich es noch gar nicht kenne. Epoxidharz hat so die Spannung, wie sieht es dann aus? Beim Hydroflow und Resin, da gibt es nicht diese Magic, was kommt am Ende raus, sondern da ist eher so dieses, wie passiert es aktuell? Wie mache ich es am besten, dass das gleich aussieht? Also schön aussieht, weil da passiert nicht mehr so viel beim Trocknen, sondern das muss man vorher hinkriegen und das ist die Aufgabe dort so ein bisschen. Und dementsprechend habe ich da eigentlich auch wieder mehr Bock drauf. Dann mein Favorite, die Feder. Ich habe auch Ohrringe, die Federn sind. Also auch da ist wieder so ein bisschen meine Leidenschaft durchgegangen mit mir. Ähnlich mit den Herzchen. Ich mag die Herzchen sehr gerne. Sind eine echt schöne Form. Also die, ich habe die ja von der Firma, steht das hier irgendwo? Von der Firma Reiher. Eine sehr schöne Qualität. Also sehr, sehr angenehm. Dann haben wir hier das große Sternchen. Das will ich mal als Besonderes machen. Da brauche ich noch ein bisschen Idee, was ich damit am schönsten machen kann. Also auch von Farbkombinationen und wie ich das am schönsten umsetze. Also das ist, glaube ich, so etwas, was für mich so das Hauptziel ist, dass ich mich da irgendwann rantraue. Und dann habe ich hier so eine schmalere, also so Art Fliesengröße eigentlich. Und die habe ich jetzt aktuell immer mit so einem Kautschuk gemacht. Und ich liebe das tatsächlich sehr, sehr gerne, weil das wirklich... Hier steht zum Beispiel drauf, nimm dir Zeit. Und hier steht, lebe, lache, liebe. Und wenn man das so reinmacht, dass das dann so schön rüberkommt, also ist für mich eine schöne Art. Und hier habe ich noch so andere Aufkleber, da muss ich noch schauen, ob das vielleicht damit funktioniert, mit so einem Stempelaufklebern. Und das wäre dann irgendwie eben auch mal so eine Möglichkeit, das Ganze auszutesten. Und ja, jetzt wisst ihr so ungefähr, was für Formen vielleicht noch auf euch zukommen, was so für Ideen noch da sind. Und 1, 2, 3, 4 Formen werden, wie gesagt, ein zweites Zuhause jetzt finden, weil sie bei mir nicht mehr so glücklich sind. Und genau, also dementsprechend hoffe ich, dass euch das so ein bisschen gefallen hat. Vielleicht auch so ein bisschen, was ich so erzählt habe dazu, worauf ich zum Beispiel eben auch achte. Und... ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder ein Däumchen nach oben oder ein Abo. Ich danke euch auf jeden Fall und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis bald. Tschüss!